Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hier in diesem Video habe ich für euch einen ziemlich geilen Geldglitch, also sprich einen Semi-Solo. Ja, was bedeutet Semi-Solo? Dass ihr halt die Hilfe eines Freundes benötigt zuerst und wenn er diese Sitzung verlassen hat, könnt ihr danach solo so viele Autos duplizieren, wie viel ihr möchtet. Okay, also ich erkläre die ganzen Schritte so gut wie möglich. Schaut euch das komplette ganze Video an. Und wir haben natürlich zwei neue Kanalmitglieder, das ist Next Legit und Fresh Bro. Ja, danke für die 1,99 jeweils, okay. So, und bezüglich diesen Glitches, was ihr hierfür alles benötigt, werde ich euch jetzt natürlich erklären. Und zwar macht ihr das Ganze in einer Einladungssitzung, könnt ihr jetzt links oben sehen und lesen. Ihr benötigt halt natürlich einen Freund dafür, okay. Euer Freund benötigt einen Bunker, ja, und einen MOC und natürlich den Schießstand. Okay, ob das jetzt der weiße oder schwarze ist, ist echt vollkommen egal. Ihr selber benötigt genauso einen Bunker. Ja, es muss nicht derselbe sein und ihr benötigt einen MOC. Hier im Internet zeige ich euch, was in eurem MOC hinten drin sein muss. Warstock, hier mobile Position 3, muss es Lager für persönliches Fahrzeug sein. Und hier hinten drin steht einfach nur ein kostenloser RH8. So, das war das erste. Und das nächste ist hier Dynasty 8. Ihr benötigt ein Bürokomplexgebäude. Seid ihr betreten? Welcher ist vollkommen egal. Ja, ich habe hier Maze Bank und ihr benötigt zusätzlich leider noch hier renovieren. Also ihr könnt dann echt sehr schnell, alle 2 Minuten könnt ihr wieder ein Auto duplizieren. Ihr könnt halt hier, wenn ihr Firmengarage 1 bis 3 habt, 60 Autos machen. Das bedeutet, ihr müsst auch Minimum freie Stellplätze haben. Um ein Auto zu machen, braucht ihr halt einen freien Stellplatz. Ich glaube, das ist jedem bewusst. Habt ihr 60 freie Stellplätze, könnt ihr 60 Autos machen. Und die Tuning-Werkstatt ist hier auch genauso Pflicht, weil das geht nicht, dass ihr das Auto im Los Santos abspeichern könnt. Okay, das geht nicht. So, deswegen benötigt ihr diese Sachen. Und was ich noch vergessen habe, leider benötigt euer Freund, entweder kann er auch ein Winnie Easy Classic haben oder am besten ein Phantom Wedge. Ja, hier Fahrzeuge, das ist dieses Fahrzeug, was hier diese fette, spitze Rampe als Nase hat vorne. Okay, also ich werde euch auch gleich die Schritte vom Kumpel einblenden. Passt auf, jetzt rechts oben sein Part. Wie gesagt, Kumpel ist in eurer Sitzung, schickt euch einfach eine Bunker-Einladung. Ja, diese Bunkereinladung könnt ihr einnehmen und die Kopien von diesen Autos, die sind immer sauber, weil ihr bekommt da immer frische neue Kennzeichen von dem RH8. Also sprich, braucht ihr auch nicht mal iFruit-Kennzeichen dafür. So, ich gehe hier einfach in den Bunker und Kumpel macht dann Folgendes. Er holt sein Handy raus, ja, geht hier auf schneller Job, ein paar Mal nach oben drücken auf die Aktivitäten, auf Darts. So, Freunde in Sitzung, bist du sicher? Ja, okay. Also bei ihm steht jetzt dran auf Jobsuche. So, ich muss auch ein bisschen leise wieder mal reden, weil schon bei mir alle pennen. Passt auf. Ihr könnt entweder ein Caddy nehmen oder auch zu Fuß. Ihr könnt auch ein Touchpad. Beziehungsweise, ja, es ist eigentlich egal in der Ego-Perspektive. So, ich sehe schon links unten über der Minimap steht dran Johann Glaser, schneller Job eines Freundes. Okay, bei eurem Freund steht dran, Lobby wird gefüllt. Jetzt geht ihr hierher zum Schießstand, ja, egal wohin, links, rechts, dahin, Mitte. Jetzt habt ihr links oben diese Meldung für Pfeiltaste nach rechts. So, holt euer Handy raus, ja. Wo war die Einladung? Hier Jobliste, hier seht ihr die Einladung auf meinem Ingame-Handy, ja. Johann Glaser, Einladung, schneller Job eines Freundes. Ich gehe hier nochmal drauf und warte jetzt so, wo es heißt, schneller Job eines Freundes. Und euer Kumpel holt jetzt auch das Handy raus. Ja, geht einmal hier von der Jobliste nach links auf schneller Job und ab hier müsst ihr das timen, sprich 3, 2, 1 und ihr beide drückt dann gleichzeitig die X bzw. A. Auf der Xbox One geht es genauso, ja, ihr müsst wirklich gleichzeitig, passt auf, zack, okay, ich habe es nicht geschafft, nochmal, hat er mich in den Job reingeworfen, so, Moment, zack, schneller Job, beenden. Also Kumpel kann es nochmal starten. Schneller Job, Aktivität, Darts, Freunde in Sitzung, bist du sicher? Ja. Okay, jetzt muss ich nochmal warten. Also vielleicht auch
leicht versetzt. Probieren wir es nochmal. Ich kann auch eigentlich aus der Ego rausgehen. Martin brauche ich nicht. Tschüss. Okay, jetzt ist die Einladung da. Okay, Kumpel holt wieder Handy raus. Schneller Job. Und 3, 2, 1. Jetzt habe ich es geschafft, okay? Weil bei euch muss diese Fehlermeldung dran stehen, okay? Beim zweiten Mal gehittet ist nicht schlimm. Verbindung zur Sitzung ist fehlgeschlagen. Seid ihr jetzt hier in dieser schwarzen Meldung, drückt einfach nur einmal oder von mir aus auch zweimal die Pfeiltaste nach rechts. Das langt vollkommen einmal. Ihr könnt auch spammen, was weiß ich. Ihr könnt auch den Controller gegen die Wand werfen, wie ihr möchtet. Ja, habt ihr das gemacht? Drückt jetzt X hier bei dieser Meldung, okay? Und dann links oben habt ihr jetzt das Waffenmenü. Und hier dürft ihr nichts drücken, außer nur, ihr könnt euch eigentlich bewegen, ja, ganz normal, mit den Analogsticks. Erlaubt es auch noch Touchpad in die Ego-Perspektive, dann könnt ihr eigentlich schneller rennen. Jetzt rennt ihr einfach zu dem MOC von eurem Kumpel, ja, und wählt einfach irgendeine Waffe aus. Welche es ist, ist vollkommen egal. Dann startet der Countdown, passt auf, einfach hier in der Nähe bleiben von eurem Kumpel. Nehmt einfach von mir aus hier Karabiner. Einfach auswählen und jetzt geht's los, 3, 2, 1. Jetzt warten wir die 30 Sekunden und sobald dann halt fehlgeschlagen steht, unten klein, macht halt euer Kumpel einfach folgendes. Rechts oben könnt ihr das sehen, eintreten mit Nein, Freunden und Crew. So, das ist jetzt nicht sonderlich schwer oder so, das war jetzt echt mega einfach bis hierhin. So, 2, 1. Okay, passt auf. Also, zack, Eintritt mit neuen Freunden. Okay, ihr könnt es sehen, MOC ist verschwunden, ja. Aber ich kann jetzt hier Waffen auswählen. Natürlich ist es vorteilhaft, wenn ihr Raketenwerfer habt oder eine Granate, das ist echt egal. Hauptsache, ihr könnt euch mit irgendeinem Teil in die Luft jagen oder eine Haftbombe. Das ist echt vollkommen egal. Okay. Kumpel kann eigentlich jetzt raus, weil ihr werdet jetzt hier bei den Dogs spawnen. So, passt auf. Dann fordert ihr, stellt euch so hin, dass ihr einfach in Richtung Stadt schaut, ja. Okay. Und dann fordert ihr hier über das Touchpad Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale euren MOC an. Und auch natürlich das Auto, was ihr duplizieren möchtet. Kontakte, Mechaniker. Ah, jetzt habe ich mich vertippt, komm schon. So, Kontakte. Wo ist mein Mechaniker? Hier, ich bestelle einfach ein Easy. Ja, jetzt bin ich nicht in der Nähe von einer Straße, natürlich wie immer. So, komm jetzt, bring mein Winnie Easy. Ich empfehle eigentlich eh nur den Winnie Easy zu dupen. Oder ihr könnt auch den LG Retro Custom nehmen. Aber Easy bringt halt einfach viel mehr Kohle. So, wo er drin steht, ist eigentlich auch egal. Ich habe hier zwei Stück. In der Penthouse-Garage fordere ich einfach einen an. So, okay. Und Kumpel kann eigentlich schon raus aus seinem Bunker. Entweder teleportiert er sich mit dem Job einfach zu euch zum Hafen. Oder er fliegt halt einfach hin oder fährt hin. Das ist eigentlich egal wie, ja. So, also Easy ist hier angekommen. Ich steige in den ein. Passt auf, ich habe hier auch noch iFruit drauf. Später werden dann einfach wird einfach ein neues Kennzeichen da sein. Jetzt fahrt ihr einfach hier hin. So. Okay. Drückt einfach hier die Pfeiltaste nach rechts. Garage voll, weil ja der RH8 drin ist. Nehmt die Vollmeldung an. Ihr habt noch die Reinfahranimation im Bunker. So. Und dann habt ihr einen Dauer-Blackscreen. Jetzt muss ich mich halt mit Kumpel schnell irgendwie jetzt dahin bewegen. Ich mache das einfach mit einem MK2 und spule das Ganze hier natürlich einfach für euch vor. So, okay, ihr könnt es jetzt rechts oben sehen. Ich bin mit Kumpelpart hier an den Docks angekommen. Lager schnell hier
meinen MK2 ein und fordere natürlich über Fahrzeuge hier mein Phantom Wedge an, um hier natürlich den MOC einfach wegzuschieben, okay? So, passt auf. Ich sollte gleich hier spawnen irgendwo. Da ist der Phantom Wedge. Perfekt. Und ihr habt einfach immer noch den schwarzen Bildschirm. So. Also, testen wir das jetzt mal hier. Den pullern wir jetzt einfach nur weg. Einfach komplett hier weg ballern. Okay, jetzt könnt ihr das sehen, was passiert ist. Okay, so soll es sein. Und zwar könnt ihr jetzt euren Bunker von innen sehen. Drückt die Optionstaste, geht auf den Raster Online, Criminal Enterprise Starter Pack, wieder komplett raus, steigt aus dem Wagen einfach aus, nimmt wieder eine Granate, schmeißt sie auf den Boden und dann killt euch einfach wieder. So, okay. Also, jetzt hole ich mal hier schnell meinen Spieler ab. Und jetzt könnt ihr mit eurem Kumpel einfach zu eurem CEO-Bürogebäude. Und ab dort fordert einfach euer Kumpel auch sein MOC an und packt ihn dort in der Nähe. Und dann kann eigentlich er auch schon diese Sitzung verlassen, weil dann benötigt ihr ihn nicht mehr. Ab da kann man echt wie blöd Solo-Autos dupen. Ich zeige euch wie. So, okay, dann kann jetzt, wie ich schon sagte, einfach euer Kumpel die mobile Kommandozentrale einfach anfordern. So, ihr eigentlich genauso, Touchpad, Sonderfahrzeuge, mobile. Ah, ich muss sie zuerst einlagern, genau, die ist ja noch draußen, einfach einlagern. Und Sonderfahrzeuge, die kann ich jetzt dann einfach auch hier wieder anfordern. Also, euer Kumpel kann halt diese Sitzung erst verlassen, wenn er wirklich in der Nähe von eurem Bürokomplex ist. Drücke ich einfach die Optionstaste online, geht er online verlassen. Und sein Part ist somit zu Ende. Kann ich die Aufnahme auch stoppen. Und er muss halt nicht mehr hier zurück in diese Sitzung. Ab hier ist dieser Glitch komplett solo. Ja, ich hole jetzt hier noch schnell meine mobile Kommandozentrale ab und platziere sie in der Nähe natürlich von meinem Bürokomplex. Es ist eigentlich im Prinzip alles so wie immer bei diesem Semi-Solo-Glitch im Prinzip geblieben, ja. Außer ein paar Kleinigkeiten haben sich halt geändert, aber ansonsten ist er halt ziemlich ähnlich geblieben. So, ich spule das Ganze hier nochmal vor für euch. So, jetzt müsst ihr das wirklich so machen, dass ihr den MOC am besten die Reinfahranimation so blockiert. Einfach hier, keine Ahnung, fahrt einfach gegen eine Wand oder so mit dem Anhänger. Oder einfach hier gegen so eine Säule. Ungefähr so. Noch der blaue Kreis da, perfekt, ja. Aber ich werde keine Reinfahranimation haben. Jetzt hole ich wieder mein Handy raus. Und fordere natürlich das Auto an, was ich duplizieren will. Mechaniker. Wo war der hier? Penthouse Garage. Welcher ist eigentlich egal? Komm, nehme ich den unteren. Der blaue Kreis ist noch nicht da. Vorhin war er noch da. Das heißt, ich muss ein bisschen vorfahren wahrscheinlich. Oder muss ich ein bisschen zurückfahren? Nee, der ist eigentlich schon da. Wobei, ich kann ihn auch eigentlich hier so schräg gegen die Wand setzen. Komm aus dem Weg mit deiner Schrottkiste. So circa. Okay, blauer Kreis ist da, passt.
steigen schnell in den Easy ein. So, merkt euch mein Kennzeichen, natürlich das G-Twist noch drauf. Aber da kommt jetzt eine neue frische Platte. So, der wird wieder zurück in seine alte Garage wandern. Einfach hier reinfahren, Pfeiltaste rechts, hier einfach X drücken, spammen von mir aus. Und jetzt sollten wir eigentlich hier komplett mit einem neuen Fahrzeug spawnen. Genau, 316 am Ende, das ist die neue Kopie. Okay. Und die speichert ihr natürlich jetzt in eurer Firmengarage ab. Jetzt muss ich nur noch mich daran erinnern, wo bei mir freier Platz war. Ich glaube in Firmengarage 3 war das. So, falls bei euch hier der blaue Kreis nicht da ist. Okay, bei mir ist er da. Falls er nicht da ist, weiter wegfahren. Dann sollte es wieder gehen. Firmengarage 3. Genau, da habe ich freie Stellplätze. Und wenn ich jetzt hier oben angekommen bin, bestelle ich einfach ab hier, funktioniert das immer, also wiederholt sich der ganze Glitch, ja, beziehungsweise der Solo-Part. Ich bestelle jetzt einfach einen neuen kostenlosen RH8 in die Immobilie rein. So, ich steige aus, Handy raus, Internet, bestelle einen neuen RH8, warte natürlich, bis er komplett ausgeliefert worden ist, ganz, ganz wichtig. So, zack, in die Immobilie rein, passt. Und an diesem Easy hier müsst ihr einfach nur in der Werkstatt was ändern. So, einfach Pfeiltaste nach rechts. Okay. Und von mir aus auch nur Kennzeichenfarbe oder so. Das langt vollkommen aus. Einfach hier auf Nummernschild. Hier zum Beispiel auch ein iFruit drauf. Drauf gemacht, Kreis, Kreis. Immobilie verlassen. Das war's. Ja, die erste Kopie ist hier gespeichert. Okay. Und jetzt warte ich einfach nur noch bis der neue RH8 wirklich in der mobilen Kommandozentrale ankommt. Dann fahre ich einfach nur noch hier wieder rein in die mobile, drücke die Pfeiltaste nach rechts und schon spawne ich einfach mit einem neuen Easy Classic und einer neuen Kennzeichenplatte und mache dann wieder die gleichen Steps mit dem Firmengarage. Das war's, Alter. Ich hoffe, euch hat hier dieses Video gefallen. Ja, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns, hören uns natürlich mit dem nächsten Video. Peace.